Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Gothic 2. Die Nacht des Raum wollte ich gerade sagen, stimmt ja gar nicht. Die Mod 63. Ja, ich habe die Runde eben nochmal gemacht, weil ihr habt ja in der letzten Folge sicherlich gesehen, dass das hier sich aufgegangen hat, sozusagen bei dem Typen hier, bei dem Linken. Wir lernen jetzt nochmal kurz das, was wir in der letzten Folge gelernt haben, und zwar zweimal Stärke. Jetzt sind wir wieder auf 140 und dann geht es sofort in die nächste Runde. Echt, dass ich den immer wieder... Ich klicke den noch nicht an, Mensch. Meine Güte, na egal. So, ab in Runde 26. Mal gucken, was uns erwartet. Ah, Grasland-Scavenger. Ja, ja, die sind böse. Garstig, die Viecher. So. Aber wenn sie einzeln kommen, sehr akzeptabel. Na los! Mal gucken, wie weit wir übrigens noch kommen. Ich habe keine Ahnung. So. Weil die Gegner jetzt auch mittlerweile extrem schwierig werden. Also die Grasland gehen ja hier noch, aber es kamen ja schließlich schon Goblin-Krieger, die ganz schön bissig sind. Es werden bald auch, muss ich mir zugestehen, auch Drachensnapper irgendwann kommen sicherlich. Oder Ork-Schaman. Da werde ich richtig Angst vor. Weil die machen Feuer und dann hast du Arschkarte. Mal gucken, wie wir das regeln, ey. So. Ja, umsehen. Wir legen noch einmal in Stärke und in der nächsten Runde holen wir uns erstmal eine neue Waffe. So, jetzt müssten wir nämlich 150 an Stärke haben, ne? Genau. So, jetzt speichern wir und in der nächsten Runde holen wir uns dann ein neues Schwert. Gut, dann ab in Runde 27. Harpien, habe ich doch gesagt. Ich habe doch gesagt, dass Harpien drankommen werden. Ist mal weit hier nach hinten. Oh, ich hasse die, ne? Das könnt ihr gar nicht wissen, wie ich die hasse. Na komm ran hier, Harpie. Was denn du da hinten? So, wenn sie einzeln gemacht werden, gehen sie. Also seht ihr, ja, die haben verdammten Radius. Die wittern uns schon. Und dann kommen sie. So, hab hier down. Der nächste, bitte. Was macht die denn da? Liegestütze oder Kniebeugen oder wie? Sieht komisch aus, ey. Was machen die da? Naja, egal. Hat uns eigentlich als Krieger nichts zu sagen. Auf keinen Fall. Na, los, komm. Aber da sind die Harpien zumindest schon mal durch. Weil die Harpien sind total schlimm. Ah, zwei bitte nur. Das reicht erstmal. Das geht mir sonst auf den Nerven, wenn da vier Stück um mich rumflattern. Na toll. Kriegen wir die eine gerade nicht. Kommst du da runter da oben? So, das hat sich mit Harpie. Und die beiden noch. Und dann sind wir in der nächsten Runde. So, du bist noch der Letzte deiner Art genossen. Und dann geht's ab für mich ab in die nächste Runde. Ich hasse Harpie, ne? Habe ich das schon mal erwähnt? Alter, gehen die mir auf den Piss. Geht eigentlich tot, Mensch. Ja, endlich. So, wir holen uns nämlich jetzt erstmal unser neues Schwert. Einkaufen. Neue Nahkampfwaffen. So, was haben wir denn bekommen? Oh, wir haben einen Erzdrachentöter bekommen. Vorher war es ja hier der Erzbastardschwert, jetzt der Erzdrachentöter. Nice, die macht jetzt schon ordentlich Wumms. Und jetzt kann ich mir die nächsten Perks holen, würde ich vorschlagen. Erstmal. Ja. Runde 28. Ach, nee. Steinwächter. Die sind scheiße schwer, ey. Wo kommen die denn jetzt? Die können ordentlich zulangen, wenn du nicht aufpasst. Naja, anscheinend müssen die auch mal kommen. So. So, Steinwächter AD, sage ich nur.
Der nächste, bitte. Der hängt da fest. Den holen wir uns schon. Irgendwie sind wir momentan zu Imba, oder? Wir trotzen ja gerade jeder Gefahr, kann das sein? Auch jetzt dank unser neues Schwert, muss ich sagen. Das war's schon. Lol. Ja, dann würde ich vorschlagen. Perks. Wen holen wir uns denn jetzt? Slow Motion? Ich weiß nicht, ob das so doll ist. Parasit. Holen wir uns das. Ich weiß mal nicht, was das bedeutet. Oder was das kann. Wir können ja mal gucken. Vielleicht steht das da ja irgendwie so. Nee, steht da leider nicht. Gut, Parasit, keine Ahnung, was es ist. Aber ich habe es gelernt. Und da würde ich sagen, die andere Akrobatik könnte ich noch holen, aber Slow Motion, weiß ich nicht, ob ich das brauche. Ich würde vorschlagen, dass wir Slow Motion erstmal nicht holen, Akrobatik lernen und dann in Stärke reinbuttern und uns irgendwann nochmal eine neue Waffe holen. Weil Rüstung war ja die letzte, die wir haben. Und in Runde 29 geht es. Sumpfeier. Schön. Gibt es Lepper Happa Happa von Papa Nappa. So. Hinter uns ist eine. Na los, komm her. Warum machen immer so komische Geräusche, diese Sumpfeile? Das ist der Angstschissschrei sozusagen. Machen sich in ihrer Haut und dann geben sie einen letzten Todesschrei von sich. Na los, aus dem Weg da. Und der letzte, bitteschön. Na komm her. So. Wir lernen Akrobatik. Und dann danach nur noch Stärke und so. Und Rüstung und so. Quatsch. Und hier, wie soll ich sagen? Hä, Akrobatik kann ich nicht machen, oder ist das Slow Motion mit Akrobatik? Mana-Regeneration, ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Wir können ja mal gucken, und zwar, was gibt es denn eigentlich für Runen, Mensch? Einkauf. Runen? Was gibt es denn da? Leichte Wunden heilen. Heiliger Pfeil. Tränke. Es gibt auch kein Schwert mehr, ne? Anscheinend. Ja, gute Frage, was holen wir uns denn? Ich würde vorschlagen, wir holen uns doch erstmal die Perks, wir machen die jetzt fertig. Wir holen jetzt erstmal hier Slow Motion. Perks, Slow Motion. Da oben haben wir so eine grüne Anzeigeliste da jetzt. Aber ich glaube, Akrobatik kriegst du doch erst, wenn du eine gewisse Anzahl an Geschicklichkeit hast, ne? Wir haben doch gar kein Geschick. Naja, egal. Ab in Runde 30! Ich höre Goblins. Oh, Skelett-Goblins. Schön. Ah, die Schnitze war aber auch weg wie nichts. Ich wüsste mal gerne, wo Slow Motion ist, ey. Keine Ahnung. Egal. Brauchen wir nicht. Zumindest noch nicht. Vielleicht werden wir die irgendwann noch brauchen, aber bei den Gegnern werden wir sie nicht brauchen. Definitiv nicht. So, der Goblin ist down. Okay. Ich würde sagen, die nächsten Punkte werde ich mir erstmal, weil Mana-Regeneration werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich bin hier Krieger. Ich werde die nächsten in Stärke machen, dass wir auch durch die nächsten Horden durchkommen. Würde ich vorschlagen, ganz einfach. Oh, lernen. Attribute. Stärke. Wenn irgendwas Stärke genug ist und wir nichts mehr machen können, dann in Lebensenergie würde ich vorschlagen. Dann sollten wir uns eigentlich den ultimativen Charakter geschaffen haben. Er hat ja jetzt schon 400 Leben. Nee, ja. Was haben wir eigentlich an Stärke jetzt? 160, ne? Genau. So, Stufe 31. Oder Runde 31. Zombies, ja, die sind doch easy eigentlich. Die sind doch easy. Ja, die Zombies hätten es auch ein bisschen einfacher machen können und vielleicht als erstes mitnehmen können, soweit. Ja gut, sie sehen gut aus als Zombies und so, aber ich bitte euch, guckt euch mal an, die sind doch gar nicht stark.
Oh, der da steht am Strand. Frivilli. So. Da oben schlawenzelt einer rum. Komm mal da hoch. Tatsächlich. So. Hoppala. Und der hier, der steht da auch und guckt in die Wanken. So, und wieder in Stärke. Ihr kennt das ja. Das könnten wir auch eigentlich mal ausfallen lassen und erst in der nächsten Runde machen. Aber ich habe immer so ein bisschen Angst. Wer weiß, was als nächstes für Viecher kommen. Ne? Jetzt haben wir 170. Speichern und weiter geht es. In die nächste Runde. Runde 32 schon. Wahnsinn. Orks! Ich kratz ab! Jetzt haben wir Arschkarte. Oder auch nicht? Wir haben ja den Ork-Töter. Au, die machen jetzt Aua. Ah! Leute! Ich hasse Orks! Irgendwann kommen auch die Ork-Elite, ne? Ey, ich sag's euch, auf die Trolle freue ich mich, wenn die kommen. Ist der tot? Der ist tot und ist jetzt erst umgefallen, lol. Hier, regenerieren wir uns. Wie regenerieren wir uns denn? 315? 318, also ist nicht viel, aber ist schon etwas. Es macht sich bemerkbar. Oh, der nächste Ork tot. Haha, lustig. Aber wenn jetzt schon die Orks kommen, was ist denn wohl der nächste Gegner? Ich habe so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Vorher, wie gesagt, immer Stärke. Stärke. So, abspeichern und dann geht's in Runde 33, ne? Ich wüsste mal gerne, wie viele Runden kommen. Wahrscheinlich 63 Runden, deswegen heißt die Mod auch 63. Kann ich mir ganz gut vorstellen, anders weiß ich nicht. Aber dann haben wir erst jetzt nicht, doch. Dann haben wir schon über die Hälfte geschafft. Na toll. Skelette! Na super. Also nur kleine, sind niedrige. Die gehen eigentlich. Alter, vermöbeln die mich. Hilfe! Hilfe! Ja, das ist unser nächster Tod, würde ich sagen. Das war's. Ne, wir probieren es natürlich nochmal. Alter! Das ist ja schwer. Skelette, huibu! So, kommt hier rauf, hier, ihr Spinner. Alter, hat der sich da durch einen Stein gebackt? Na los, greif den doch da an, du Bob. Na los. Bevor ich weiter angreife, Tränke. Und ich muss mir unbedingt mal welche holen. So, der nächste bitte. Mal Punkte ausgeben für Tränke. Also Skelette sind schon böse. Die waren ja, die sind ja heftiger gewesen als die Orks. Da muss man ganz einfach mal zugeben. Hier ist keiner. Ah, da ist einer. Da steht einer am Strand. Da oben schlawenzelt wieder einer rum. Keine Ahnung warum. Ich glaube, der macht seinen Powerwalk. Ich glaube, da braucht er nichts mehr trainieren. Wenn der sich mal angeguckt hätte, dann wüsste er, dass er da chancenlos ist. So. Und zu dem Typen da unten. Ja, genau das. Sagte ich doch. Ich würde vorschlagen, eine Runde machen wir noch. Die 34. jetzt. Und dann war's das für diese Folge wieder. Wir holen uns wieder Stärke. Wir müssten jetzt 190 haben, ne? Ich glaube, 200 ist Max. 190, tatsächlich. So. Paladin. Abspeichern. Eine Runde kommt noch. Bin ich mal gespannt. Wenn jetzt Skelette kamen, was kommt denn jetzt? Ach, Minecrawler-Krieger. Also Warrior.
Aber da muss ich sagen, fand ich die Skelette schwieriger. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mal gucken. So, der weitere mein Crawler-Krieger ist tot. Und der nächste, bitte. Der nächste. So. Oh, ich mach noch eine Runde, kommt, und dann ist gut. Und dann ist gut. Macht schon so ein bisschen süchtig, könnte man sagen. Man möchte immer wissen, was jetzt der nächste Gegner ist, ne? Ich hatte es mal gespielt, aber ist schon ewig her. Ich habe keine Ahnung mehr. Oh, 200 Stärke haben wir. Ob wir noch höher können, weiß ich nicht. Ansonsten butter ich das hinter in Leben rein. Ist ja auch nicht verkehrt. Und Runde 35. Alter, sind das Drachensnapper? Das sind Razor. Alter! Geht zu McDonald's, da gibt es Fleisch für euch. Oder zu Burger King, um andere Filialen zu erwähnen. Oder Kentucky Fried Chicken. Oder Subway. Oder keine Ahnung, was es da sonst noch gibt. Aber geht dahin und nicht zu mir. So. Razor gehen aber eigentlich auch noch. Okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich die letzte Runde. Dann geht es erst im nächsten Part weiter. So. Ne, einer ist noch. Ich wollte sagen, wo packe ich meine Waffe weg? Einer ist doch noch. Da. Wie lange braucht der eigentlich, bis ich down bin? Er hat keine Chance. Der hat keine Chance. So. Jetzt rüsten wir uns hier nochmal kurz aus. Geht noch was in Stärke? Tatsächlich, es geht immer noch was in Stärke. Aber ich würde vorschlagen, Stärke reicht eigentlich soweit. Wir buttern jetzt abwechselnd in Stärke und Leben, würde ich sagen. Einmal Stärke, einmal Leben. Weil selbst Leben haben wir eigentlich genug. Wir haben 480, 60. Das erkennt man hier schlecht. Aber reicht eigentlich. Gut, dann speichere ich hier ab. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr an diese Mod herankommt, unten in der Infobox, da gibt es diese Mod als Link, da könnt ihr euch die downloaden. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß bei meinen Videos und mit dem Mod. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.